Willkommen zu einem weiteren Tutorial-Video bezüglich Verzweigungen in MATCAD. Hier geht es, wie in den bereits vorangegangenen Übungen, darum, wie lassen sich jetzt so spezielle Funktionen, die sich stückweise aus stetischen Funktionen zusammensetzen, in MATCAD implementieren. Das ist mal ein Beispiel aus der Statik bzw. aus der Baumechanik. Und zwar haben wir hier einen Träger, einen Einfeldträger, der hier abschnittsweise mit einer Linienlast belastet wird. Hier in zwischen den Achsen 2 und 3 haben wir hier eine Linienlast und gesucht ist jetzt für den Träger die Schnittgrößenfunktion. Das wäre normalerweise, theoretisch gibt es noch eine Normalkraft, dann gibt es hier eine Querkraft und einen Moment. Und wir wollen auch für den Träger noch bestimmen die maximalen Schnittgrößen und das Ganze dann auch entsprechend visualisieren. Das Ganze soll ein Arbeitsblatt münden, was halt voll parametrisiert ist. Das bedeutet, wir haben hier unsere Systemparameter, einmal die geometrischen, das habe ich jetzt schon mal eingetragen. Also das wäre zum Beispiel hier der Abstand vom Auflager A, der Linienlast, kann man jetzt eingeben mit 2 Meter, da kann man natürlich auch ändern. Dann die Linienlast selber, die hat eine Länge aktuell von 5 Metern und dann zum Schluss der Abstand zwischen Auflager B und der Linienlast wäre dann 3 Meter. Und das wollen wir jetzt. Achso, dann gibt es noch die Belastung selber. Ich habe es vergessen. Das ist jetzt diese hier. Die geht auch noch als Parameter mit rein hinein. Ich habe mal hier die Parameter, erstmal die Eingabeparameter meines Arbeitsblattes hier mal gelb hervorgehoben, diese Bereiche. Und wichtig ist auch, dass wir jetzt, das ist dieser rote Text hier, der darauf hinweist, das Ganze soll so erstellt werden, dass ich diese Parameter nur einmal eingeben muss in meinem Worksheet. Das heißt, in der Folge bauen alle Rechenoperationen auf diesen Parametern auf. Ja, man soll vermeiden, dass diese Parameter mehrfach eingegeben werden. Warum, habe ich schon mehrfach auch schon erwähnt. Sollten Sie jetzt mal später das Ganze ändern, zum Beispiel sagen Sie jetzt, na, ich möchte jetzt hier ein LXQ nicht von 2, sondern von 3 Metern haben und Sie müssen das allerdings dann mehrfach in Ihren, Sie verwenden das LXQ als Eingabe mehrfach in Ihr Arbeitsblatt, dann müssen Sie es auch mehrfach ändern. Und oftmals wird das dann vergessen und dann kommt es zu logischen Fehlern. Logischer Fehler heißt, das Ergebnis, das Arbeitsblatt gibt was aus, aber es ist falsch. Und halt sowas zu vermeiden, mache ich halt solche Eingabeparameter nur einmal, möglichst nur einmal in meinem Arbeitsblatt. Und dann bauen sämtliche Rechnungen auf diesen Eingabeparametern auf. Ja, und das wollen wir jetzt mal machen. Zunächst ermittle ich erstmal hier die Gesamtlänge von meinem System. Denn es ist dann einfacher, mitunter dann auch mit der Gesamtlänge zu arbeiten. Die ergibt sich aus den Teillängen. Also gehe ich jetzt hier in mein Textfeld, gehe dann hier auf Rechenbereich und gebe mir jetzt hier einen Parameter ein, den nenne ich L tiefgestellt x, Doppelpunkt ist gleich und der summiert jetzt hier die einzelnen Teillängen auf. Also ich kopiere die mir jetzt hier einfach mal schnell. Das ist die erste Teillänge plus die mittlere Teillänge bzw. die zweite plus die dritte Teillänge und das Ganze gebe ich aus. Und das wäre eine Gesamtlänge von 10 Metern. Wichtig ist auch hier, ich habe diese Form der Parameter nicht umsonst gewählt. Ja, man könnte ja auch sagen, gut, ich gebe meinetwegen als Parameter ein, meinetwegen den Abstand und diese Länge und dann Lx als Gesamtlänge. Der Nachteil ist, wenn ich das so machen würde, dann kann ich natürlich auch unplausible Parameterkombinationen eingeben. Ja, ich könnte theoretisch, würde ich das so machen, jetzt hier ein LXQ, ein LXAQ und ein LXQ eingeben, was insgesamt größer ist als LX, was dann keinen Sinn machen würde. Ja, das würde dann wieder um zu Fehlern führen. Während wenn ich das so mache, in dieser Form, ja, dann sind die Parameter immer plausibel. Ja, sofern ich jetzt nicht vielleicht mit Minuswerten arbeite oder so. Ja, aber das passt dann immer zusammen, weil sich das LX dann im Prinzip aus diesen drei Parametern berechnet und ich muss ja nicht überprüfen, ob das im Prinzip zusammenpasst. Ja, das muss man beachten, wenn Sie solche Arbeitsblätter aufstellen und die Parameter festlegen, also wenn Sie quasi festlegen, was ist jetzt meine Eingabe, dass Sie möglichst die Parameter so festlegen, dass sie auch immer in sich konsistent sind, dass da jetzt keine Fehler erzeugt werden durch inkonsistente Parametereingaben. Ja, zunächst wollen wir jetzt noch die Knotenpunkte festlegen. Die Knotenpunkte liegen dann hier an den einzelnen Achsen. Da haben wir quasi hier einen Knotenpunkt, der erste, dann haben wir hier den zweiten, den dritten und den vierten. Und da geben wir einfach hier eine Knotenpunktmatrix ein, beziehungsweise einen Knotenvektor. Also gehe ich jetzt wieder in mein Textfeld, gehe da auf Rechenbereich einfügen, nenne den Knotenvektor einfach K
Doppelpunkt ist gleich. Ich werde den erstmal als Matrix eingeben, um einfach Platz zu sparen. Gehe also jetzt hier auf Matrizen und Tabellen, dann hier auf Matrizen einfügen und wir brauchen hier vier, hatte ich gesagt, vier, ja, vier Punkte, also vier Werte. Und gebe jetzt ein, der erste wäre dann bei 0, der zweite wäre bei LXAQ. Das kopiere ich mir hier. Der dritte wäre dann LXAQ plus LXQ. Das wäre dieser hier. Oh, ich habe jetzt, ich sehe gerade, habe ich jetzt hier zu viel eingeschmissen. Sieht so aus. Ja, 0, LXQ. Und der letzte wäre einfach dann bei LX. Das wäre dann dieses hier. Und das können wir löschen. Da gehen wir einfach jetzt hier auf Spalte löschen. Und das passt wieder. Ich gehe das Ganze hier mal kurz aus, damit Sie mal sehen, was da rauskommt. Also K ist gleich, das sind hier die Werte, also 0. Ja. Dann haben wir hier bei 2 Meter den ersten Knotenpunkt. Bei 7 Meter den dritten. Das wäre im Prinzip die 2 Meter plus die 5 Meter, also 7 Meter. Und bei 10 Meter dann den vierten. Ich möchte das Ganze allerdings als Vektor haben und nicht als Matrix, denn wenn ich das so schreiben würde, dann wäre das eine Matrix, auch wenn die nur aus einer Zeile besteht. Und ich müsste jetzt, um die einzelnen Werte ad zu adressieren, müsste ich jetzt hier auf, wo haben wir den Index, hier jedes Mal zwei Indizes eingeben, um mal dem ersten Wert ranzukommen. Und das ist natürlich zu mühsam, deswegen mache ich daraus einen Vektor und ich drehe einfach hier diese Matrix durch Transponieren um. Und bekomme das Ganze jetzt hier in einer Spalte dann dargestellt. Das sieht dann so aus. Und wenn Sie das so machen, dann genügt dann ein Index, nicht mehr zwei, um halt die einzelnen Werte anzusprechen. Ja, das ist immer diesen Trick, den ich ganz an. Ach, das ist so 5 natürlich viel zu groß. Nummer 3. Und auf die Art und Weise lässt sich dann damit relativ einfach arbeiten. Das bedeutet diese Schreibweise. Ich wollte halt keine Lust gehabt, das untereinander zu schreiben, wollte halt Platz sparen. Deswegen gebe ich es als Matrix ein, transponiere das und habe dann wieder einen Vektor. Das sind jetzt meine Knotenpunkte. Die gebe ich immer als Vektor ein und kann dann an späterer Stelle an die Knotenpunkte, an den Knotenpunkten über meine Schnittgrößenfunktion meine einzelnen Schnittkräfte hier berechnen. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Das wäre jetzt hier der globale Definitionsbereich von x. Das heißt, mein x läuft innerhalb meines Trägers. Und das geben wir einfach hier mal ein. Das bedeutet quasi, das x soll größer sein als 0. Also hier geht es quasi los. Hier ist mein Ursprung, also 0. Halt, Rechenbereich einfügen. Rechenbereich, also 0. Beziehungsweise, wir können das auch allgemein schreiben. K1 wäre das. Ich kann das zwischen meinen Knotenpunkten aufspannen. Ich mache das hier mal mit meiner Knotenvektor kann ich das auch machen. Also K1 ist ja 0, also K1, x ist größer K1, Operatoren größer gleich, x, wo haben wir es hier, und kleiner gleich K, was hat man gesagt, 1, 2, K4. K, also hat das nicht richtig kopiert, K. Ja. So kann man das allgemein mathematisch schreiben. Wenn ich das Ganze dann später für mein Diagramm verwenden will, dann definiere ich mein x ein bisschen anders. Dann tue ich eine andere Schreibweise dafür verwenden, die jetzt in MATCAD auch interpretiert werden kann. Das ist nur eine Darstellung, mathematisch gesehen. Sie verstehen das in der Regel, gehe ich mal davon aus, ich verstehe es auch. Aber mit MATCAD kann damit in dieser Sache, in diesem Kontext hier nicht viel anfangen. Um dann zum Beispiel später das Ganze im Diagramm zu verwenden, müssen Sie das so schreiben. Sie gehen nochmal wieder auf Rechnen, sagen x, Doppelpunkt ist das und definieren Ihr x als Bereichsvariable. Also x definiert einen bestimmten Bereich und das finden Sie hier. Und entweder können Sie das so eingeben, das können Sie dann machen, wenn x einheitenlos ist. In unserem Fall ist x ja Meter, also wenn wir das hier verwenden, den sogenannten Schrittbereich und geben jetzt einfach an, x, ich tue jetzt eine andere Schreibweise verwenden, zum Beispiel jetzt hier, das ist okay, ich könnte jetzt wieder mit K arbeiten, mit der Knotenmatrix, aber ich nehme jetzt hier eine andere, das wäre jetzt 0. Dann gebe ich hier als nächsten Wert vor, nämlich mal hier einen Meter zunächst, wichtigste Einheit dazu zu schreiben und bis wohin soll das Ganze gehen und da schreibe ich jetzt einfach rein bis LX. Und ich gebe das Ganze hier mal aus, das wären jetzt hier unsere einzelnen Schritte und so wäre jetzt hier unser x, was dann später auch in zum Beispiel in Diagramm zur Anwendung kommt. Dann rechnet er quasi für jedes dieser x
für jedes dieser X-Werte hier dann den entsprechenden Funktionswert aus. Ja, ich werde es auch nochmal zeigen, wenn das dann soweit ist. So, jetzt haben wir eigentlich, na, Definitionsbereich, die müssen wir auch noch eingeben. Wir haben nämlich hier drei verschiedene Definitionsbereiche. Also beim statischen System ist es so, dass hier an den verschiedenen Bereichen was Unterschiedliches passiert. Ja, hier haben wir keine Last, das ist Definitionsbereich 1. Dann kommt Definitionsbereich 2. Also da liegt das x quasi zwischen der Achse 2 und der Achse 3. Da haben wir jetzt unsere Streckenlast. Und dann kommt noch der letzte Definitionsbereich, der ist zwischen diesen beiden Achsen, also Definitionsbereich 3. Da ist wieder keine Last. Ja, und das, wenn wir dann später die Schnittkraft, die Schnittgrößen herleiten, müssen wir uns diese drei Bereiche anschauen. Ja, das würden Sie auch machen, wenn Sie es mit der Hand berechnen. Da würden Sie hier einen Schnitt machen, hier einen Schnitt und hier einen Schnitt. Und das muss man auch unterscheiden. Deswegen müssen wir das jetzt hier entsprechend eingeben. Also jetzt müssen Sie es an dieser Stelle nicht machen, ob es empfiehlt sich, das hier schon mal so definieren. Und das mache ich jetzt hier. Ich tue jetzt meine Definitionsbereiche hier als Funktion programmieren. Und das sind quasi drei Alternativen. Ich bin entweder im Definitionsbereich. Das X ist entweder im Definitionsbereich 1, im Definitionsbereich 2 oder 3. Machen wir das mal. Gehe also wieder auf Rechenbereich, nenne die Funktion db von X. Da übergebe ich quasi mein X und die Funktion sagt mir einfach, bin ich jetzt im, ups, machen wir es nochmal, Rechenbereich db von X. Und die Funktion sagt mir einfach, bin ich jetzt im ersten, im zweiten oder im dritten. Gehe also auf eine Verzweigung. Es ist eine dreiseitige Verzweigung. Ich könnte jetzt hier mit diesem If-Else-Block arbeiten. Allerdings möchte ich jetzt Platz sparen. Wir haben nur eine Anweisung pro Alternative. Also könnte ich jetzt hier mit der Wenn-Funktion bzw. If-Funktion arbeiten. Können Sie einfach eingeben. Ich möchte dennoch zeigen, wo Sie die auch hier in der Funktionsbibliothek finden. Und zwar finden Sie das hier unter Stückweise stetige Funktion. Und hier wäre jetzt die If-Funktion. Macht das wieder aus. Gebe die erste Bedingung ein. Das wäre jetzt x ist größer 0 oder k1. X ist größer gleich 0 und kleiner als Moment. Wobei ich sehe gerade, wir können das sogar kürzer schreiben, weil wir haben ja hier definiert, dass das x nur zwischen 0 und lx definiert ist. Das heißt, das ist dann, damit ist klar, dass das x immer größer als 0 ist. Ja, also können wir das sogar etwas vereinfachter schreiben, sagen einfach x ist kleiner als lxq oder k2. Also kleiner als, wo haben wir es? Hier. Ist kleiner als, ich nehme jetzt den Vektor, weil es schneller geht. Also k2. Benenne das noch um. Was ist dann? Dann sind wir im Definitionsbereich 1. Also geben wir 1 aus. Jetzt kopiere ich mir die ganze Funktion, Steuerung C, und schmeiße die jetzt hier rein. Was, wenn ansonsten, also wenn x quasi innerhalb dieser beiden Achsen liegt, dann ist es im Prinzip 1 und ansonsten kann es noch 2 und 3 sein. Also brauche ich jetzt noch eine weitere if-Funktion. Die schmeiße ich jetzt hier rein. Die habe ich jetzt kopiert, mache einfach Steuerung V und ändere das Ganze ab. Jetzt sage ich, x ist kleiner als K3, also als die dritte Achse. Und dann bin ich im Definitionsbereich 2 und ansonsten bin ich im Definitionsbereich 3. Ja, ich kann das so verkürzt schreiben. Warum? Ich habe hier oben ja eh schon mein x festgelegt. Ich habe mich hier schon mit beim globalen Definitionsbereich gesagt, das x läuft eh nur zwischen K1 und K4. Ich habe das auch hier mit dieser Bereichsvariable dann auch so definiert, dass das Diagramm auch entsprechend nur zwischen 0 und Lx läuft. Deswegen kann ich mir hier einfach sagen, okay, das x ist automatisch immer größer als 0 und immer automatisch kleiner als Lx. Und deswegen können Sie das einfach so in dieser Form schreiben. Und jetzt habe ich eine Funktion, ich kann es mal kurz demonstrieren, da übergebe ich hier einfach mein x zum Beispiel von, sagen wir mal, 1 Meter. Und dann sagt die mir, bin ich jetzt im ersten, bin ich im Definitionsbereich 1, ne, weil warum? Der geht quasi bis 2 Meter. Ich tue mal kurz schnell noch die Knotenmatrix mit anzeigen, dann sieht man das ein bisschen leichter. Ja, da geht bis 2 Meter zwischen 0 und 2. Jetzt mache ich mal ein x von 5 Meter, da müsste ich dann theoretisch im Definitionsbereich 2 liegen. Ja, das passt auch, jetzt bin ich quasi hier. Ja, also zwischen diesen beiden Achsen und ab 7, zwischen 7 und 10, also bei 8 wäre ich dann im Definitionsbereich 3. Macht er auch. Ja, okay. Das funktioniert. Das können wir hier so stehen lassen. Das können wir, glaube ich, dann nochmal gebrauchen.
Das schmeiße ich mal hier kurz als Hilfsrechnung da raus. Jetzt haben wir alles definiert, was im Prinzip mit der Systemgeometrie zu tun hat, ausgehend von diesen drei Eingabeparametern. Und der Rest sind dann einfach nur Hilfswerte oder Hilfsfunktionen, die wir in der Folge noch verwenden werden. Und Sie werden dann auch, wenn es noch nicht ganz klar ist, wozu ich das hier so mache, Sie werden dann gleich sehen in der Folge, wozu das halt brauchbar ist. Ja, kommen wir zur Belastung. Wir haben jetzt hier eine Belastung. Zunächst hier geben wir ein das QZ, ja, als Parameter für diese Linienlast. Und ich möchte die Belastung auch wieder in der Folge als Funktion definieren. Ja, das kann man machen. Dazu gehe ich wieder auf Rechnen. Die Funktion heißt bei mir Q, halt klein q, tiefgestellt S. Großes S steht für Streckenlast oder Linienlast. Ja, es ist Streckenlast eigentlich. Dann Z für die Richtung. Und dann Klammer auf. Wir übergeben quasi ihren X. Und jetzt gehen wir auf Doppelpunkt ist gleich. Jetzt haben wir im Prinzip nur zwei Fälle, die wir unterscheiden müssen. Entweder bin ich im Definitionsbereich 1 oder 3, dann ist keine Linienlast vorhanden. Und wenn ich im Definitionsbereich 2 bin, dann ist die Linienlast vorhanden und die hat den Wert QZ. Also kann ich jetzt wieder entweder wird das sowas machen, eine If-Else, und quasi zwei Alternativen, QZ oder nichts. Ja, oder mit If-Else könnte man das machen. Also hier If-Else, zweiseitige Verzweigung, oder wieder um Platz zu sparen, nehme ich für die If-Funktion, also die Wenn-Funktion, gibt in dem Fall einfach ein If, Klammer auf, und prüfe jetzt einfach, ob das x, also auf db, übergibt das x an meine Funktion db von x. Und die gibt es raus, 1 oder 2 oder 3. Gehe jetzt ja mein fettes ist gleich und sage, ja, okay, wenn ich im Definitionsbereich 2 bin, dann qz. Und ansonsten, jetzt können Sie entscheiden, was Ihnen lieber ist, entweder NaN oder 0. Ja, also 0 wäre jetzt immer noch ein regulärer Wert, mit dem kann man, glaube ich, auch arbeiten. Und jetzt, wenn Sie NaN sagen, dann gebt ihr im Prinzip gar nichts aus. Dann ist dort wirklich nichts. Ja, also auch jetzt kein, also 0 ist quasi auch nichts. Ja, aber mit 0 kann man rechnen. Ja, ich kann auf 0 kann ich irgendwas aufaddieren. Ja, und NaN bedeutet aber wirklich nichts. Mit dem kann ich auch nicht rechnen. Ich werde mal kurz demonstrieren, wenn ich sage 0 plus 3 kommt 3 raus. Ja, wenn ich aber sage NaN plus 3, dann kommt hier eine, da kommt wieder NaN raus. Ja, da kommt nichts raus. Also wieder da kann ich im Prinzip, mit NaN kann ich nicht rechnen. Ja, das ist im Prinzip das Prinzip dahinter. Und man muss halt ein bisschen aufpassen. Manchmal ist, glaube ich, in unserem Fall könnte man sowohl die 0 als auch die NaN wählen. Es gibt manchmal auch Fälle, wo das besser ist, mit NaN zu arbeiten. So, jetzt haben wir jetzt unsere Belastungsfunktion und das Wichtigste ist, die tun wir gleich mal im Diagramm darstellen. Dazu scrolle ich immer ein bisschen runter, wo das Diagramm kommt. Hier darstellen der Schnittgrößenfunktion, das füge ich hier mal ein, gehe also hier auf Diagramme, dann XY-Diagramm und definiere zunächst hier mein X. Das kann ich schon mal eingeben. Warum kann ich es eingeben? Ich scroll nach oben. Ich habe es ja hier definiert. Hier ist mein X. Ja. Und meine Belastungsfunktion, wenn ich schon mal hier oben bin, kann ich sie gleich kopieren. Gehe auf Steuerung C und scroll wieder runter und schmeiße es jetzt hier rein für die Y-Achse. Wichtig ist noch, die Einheit hier zu ergänzen. Wir wollen das dargestellt haben in Kilonewton pro Meter. Und hier, das macht er automatisch Meter, ja, weil die Einheit für die Länge, SI-Einheit, ist eh sowieso Meter. Jetzt können wir das noch ein bisschen formatieren und hier sagen, wir wollen eine Spurfarbe, nehmen wir mal hier, was weiß ich, so ein Braun, ja, und die Spurdicke können wir vielleicht ein bisschen dicker machen, allerdings der Linienstil würde ich vielleicht hier so gestrichelt wählen. Das machen wir hier ein bisschen größer, können wir die ganze Seite ausnutzen und den Hintergrund, Diagramm-Hintergrund, sage ich mal, transparent. So, jetzt tun wir es mal kontrollieren. Das sehen wir hier. Also in dem Bereich zwischen 2 und 3 und Quatsch, 2 und 6. Ja, da liegt quasi unsere Linienlast mit dem Wert QZ. Ja, das sieht also gut aus und hier haben wir quasi nichts. Ja, hätte ich jetzt hier eine 0, ich kann es mal schnell zeigen, was passieren würde, wenn ich dann eine 0 hätte. Ja, beim Diagramm ist das schon ein Unterschied. Ich gebe mal die 0 ein. Ja, dann würde er hier das Ganze nach unten dann auf die 0-Achse erweitern. Das Ganze sieht jetzt nicht mehr aus wie ein Rechteck. Wo ist denn meine Maus hin? Liegt einfach daran, weil ich habe hier das x in sehr großen Schritten gemacht. Ich zeige mal kurz, wie ich das x hier berechne. Also x rechnet das quasi im Prinzip hier bei 0 aus. Der nächste Berechnung wäre dann bei 1.
Und bei 2 und so weiter sind halt sehr große Schritte, deswegen wird das dann so schräg dargestellt, ne, weil er rechnet quasi den Wert aus. Der nächste Wert, den er rechnet, ist dann dieser. Und wenn Sie jetzt die Schrittweise verkleinern, wird das immer gerader. Ich werde das hier mal kurz demonstrieren, wenn ich jetzt hier oben hingehe und hier nicht einen Meter nehme, sondern Zentimeter, dann bekomme ich natürlich hier mehr Berechnungspunkte. Halten wir das hier so. Und jetzt wird es quasi schon rechteckig. Ja. Streng genommen ist es immer noch schief, ja, aber man sieht es halt kaum noch. Ja, wie gesagt, das können Sie, wenn das passiert, wenn Sie hier auf Null gehen, wenn Sie das Problem umgehen wollen, dann können Sie auch einfach auf NRN gehen. Ja, ich glaube, in unserem Fall, wie gesagt, ist es, glaube ich, egal, wie Sie es machen. Dennoch hier nochmal kurz einen Blick in X. Jetzt haben wir quasi hier 1001 Punkte. Ne? Vorhin hatten wir, glaube ich, 10 Punkte. Jetzt haben wir halt 1001 Berechnungspunkte. Es ist natürlich auch eine Frage der Performance, ja. Also umso mehr Punkte Sie haben, umso länger rechnet er auch. Hier ist es, glaube ich, relativ trivial. Da passiert deswegen, werden Sie den Unterschied kaum merken. Aber es gibt auch Bereiche, wo Sie das dann schon merken, wenn Sie jetzt zu viele Punkte haben. Ich lasse es mal so stehen, weil das sieht so besser aus. Ich werde allerdings das hier oben noch auf NRN wieder ändern. Ich finde das mit NRN bisher besser und lasse es auch so stehen. Und werde jetzt noch den Wertebereich meiner Funktion mit angeben. Das gebe ich jetzt einfach nur aus didaktischen Gründen mit an. Ja, das muss man normalerweise nicht machen, aber es empfiehlt sich auch zu überlegen, wie, von wo bis wo läuft meine Funktion. Und eigentlich ist die konstant. Ja, die läuft im Prinzip, gebe ich da einfach ein als Wertebereich x, also wieder auf Rechenbereich gehen, x, das ist wieder, wie gesagt, nur eine Darstellung, ist gleich qz. Ja, klein q, tiefgestellt z und wieder noch so ein fettes ist gleich konstant. So kann man das schreiben. Das heißt, dass nicht das x, Entschuldigung, das ist natürlich Unsinn, sondern die Funktion und die hieß, warum haben wir sie hier, qsz von x. Also die Funktion qsz von x hat immer denselben Wert, qz, also ist quasi eine Konstante. Ja, das ist quasi der Wertebereich. X, Definitionsbereich, beschreibt immer von wo bis wo geht unser x. Ja, und der Wertebereich beschreibt dann immer von wo bis wo geht dann die Funktion bzw. der y-Wert. Jetzt haben wir, was die Ausgangswerte angeht, alles eingegeben. Sie sehen auch hier, ich habe immer noch alles bei den Parametern belassen. Wir haben hier diese vier Parameter und die gebe ich noch einmal ein. Alles andere baut das Prinzip darauf auf. Kommen wir zum nächsten Schritt. Das wäre jetzt hier die Ermittlung der Auflagerkräfte. Jetzt haben wir hier dargestellt, haben quasi hier bei diesem Auflager hier eine Auflagerkraft, AZ, hier haben wir quasi zwei. Wobei man es bei dem System sagen können, dass BX hier nur formal dasteht. Da haben wir keine horizontalen Kräfte hier angreifen haben, das System auch parallel zur X-Achse verläuft und so weiter, ist das PX0, BX0. Um jetzt hier die Auflagekräfte zu ermitteln, habe ich ja schon mal die Gleichgewichtsbedingungen aufgestellt. Also ich teste mich quasi hier in den Punkt A, also hier rein, und drehe jetzt hier alles um diesen Punkt. Das muss ja hier 0 ergeben, haben wir quasi ist das System zu Ende. Also muss ja quasi, haben wir keine Einspannung und so weiter, deswegen können ja keine Momente aufgenommen werden. Das heißt, Momente in diesem Punkt müssen 0 sein. Und da haben wir zunächst erstmal die Last, die dreht quasi nach hier unten. Das habe ich hier positiv angenommen. Also im Gegensatz zur negativen Z-Richtung, deswegen positiv. Also wäre das dann QZ mal LXQ, ja, also mal die Länge. Jetzt brauche ich noch den Hebelarm. Ja, und der Hebelarm ist im Prinzip diese Länge plus die Hälfte von dieser Länge, ja, bezogen auf den Punkt A. Dann haben wir den Hebelarm fürs Moment und Auflagerkraft BZ, die dreht quasi entgegengesetzt, also in Richtung der negativen Z-Richtung, deswegen habe ich sie negativ angetragen, mit dem Hebelarm LX. Jetzt haben wir da quasi unser LX, was wir oben bereits berechnet haben. Ja, aber gesucht ist BZ, das können wir jetzt nach BZ auflösen. Gehen also hier auf symbolisches Berechnen, dann auf Solve und lösen das Ganze nach BZ auf. Und das muss ich bloß mal schnell gucken, ich glaube, ich mache das auch noch explizit. Genau. Und lass mal so stehen. Ja, dann kriegen wir jetzt hier das Ganze schon mal ausgerechnet in dieser Form. Das gefällt mir nicht, diese Darstellung. Deswegen gehe ich nochmal hier oben rein. Dann gehe ich hier auf Explicit. Du, wo ist es? Hier unten. Dann wird er mir hier das Ganze jetzt nicht. Also normalerweise, wenn ich das so auflöse, stellt das quasi um nach PZ und trägt dann einfach die Werte ein. Ja, weil alle anderen Werte sind ja gegeben. Und deswegen sieht das so aus. Ich möchte allerdings hier die Formel sehen für das Auflager.
Das möchte ich quasi alle Parameter sehen, deswegen sage ich hier explicit. Jetzt bekomme ich hier die Parameter, sieht man jetzt hier, LX, LXQ und so weiter. Also allerdings hat er auch noch hier das Summe-Domäne um A mit reingenommen. Das gefällt mir nicht, deswegen kopiere ich mir das hier. Das soll er schon auflösen, das ist nämlich 0. Und klicke jetzt hier dahinter, gebe ein Komma ein und sage, okay, tu alles darstellen bis auf Summe-Domäne um A. Ja, weil das habe ich als 0 definiert. Deswegen, jetzt bekomme ich hier eine schöne Formel und die kann ich jetzt noch numerisch auswerten, indem ich hier noch das normale ist gleich hingebe und es wird diese ganze Formel noch ausgerechnet. Ja, interessant ist bei dieser Schreibweise, schauen Sie mal hier die ist gleich Zeichen an. Ich habe zunächst das Doppelpunkt ist gleich. Hier weiß ich im Prinzip der Variablen bz hier folgenden Term zu. Ich habe hier eine Gleichung. Ja, die linke Seite ist Summe der Momente um A. Das habe ich ja definiert, das ist 0. Ja, also könnte ich auch eigentlich theoretisch auch 0 reinschreiben. Übrigens, dass das hier eine Summe ist, das sagen Sie, aber das ist normalerweise das ist wie ein Name. Ja, also ich hätte ja auch nur MA schreiben können. Also das ist einfach nur für uns halt diese Schreibweise, wir sagen Summe Moment um A, also wir drehen alle Momente da um A. Ja, aber das Summe ist einfach nur ein Name, ja, das ist ein Variablenname, ist das einfach. Ja, das bitte beachten. Das hat nichts mit einer richtigen Summe hier zu tun, die normalerweise hier wäre. Die brauchen wir natürlich jetzt hier nicht, aber nur als Hinweis, ja, das hat mit der gar nichts zu tun, sondern da das nur ein Variablenname ist, gehen Sie einfach hier auf Symbole, dann auf das S, große S, und damit haben Sie ihr Summzeichen, ja, aber als Namen, lediglich als Name, ja. Das ist keine richtige mathematische Summe in diesem Kontext. Das bitte ich zu berücksichtigen. Und dann schreibe ich halt hier dieses griechische S. Wie heißt das eigentlich? Sigma, klar. Peinlich, ja, ist klar, Sigma. Und dann M tiefgestellt A und so weiter. Und dann kann ich das dann so schreiben. Dann kommt hier meine Gleichung, die habe ich ja eh erläutert. Und jetzt werte ich das Ganze symbolisch aus. Ich löse zunächst nach BZ auf und bekomme dann hier das Ganze erstmal hier aufgelöst dargestellt. Ich möchte allerdings hier die Parameter noch sehen. Ich möchte quasi die Formel, die aufgelöste Formel sehen. Deswegen schreibe ich explizit noch dazu und möchte allerdings in der Formel den Parameternamen Summe M Y.A, weil der ja eh 0 ist, den möchte ich quasi aufgelöst haben. Deswegen schreibe ich diese Form hin und dann bekomme ich das Ganze hier als Formel dargestellt, als parametrisierte Formel. Das ist der symbolische Auswertungszeichen hier, dieser Pfeil. Und hier haben wir noch das numerische Auswertungszeichen. Jetzt werte ich das Ganze numerisch aus. Das heißt, er setzt also die gesamten Parameter ein, rechnet das aus und kommt jetzt hier auf diesen Wert. Ja, haben quasi hier 1, 2, 3, 4 verschiedene Ist-Gleichs. Ja, also das Definitionszeichen, das Gleichzeichen, ja, das fette ist das Gleichzeichen, das symbolische Auswertzeichen, dieser Pfeil und dann nochmal das numerische Auswertzeichen. Ja, machen wir dasselbe Spiel nochmal hier für Momente um B. Ich bin jetzt quasi hier um B und drehe jetzt hier in sämtliche Vertikallasten hier im Auflager B. Und fast ähnlich die Formel, ich will schnell jetzt hier drüber. Löse das Ganze wieder auf, gehe also hier auf Solve. Nach was will ich auflösen? Nach der unbekannten AZ, also A tiefgestellt Z. Mache es jetzt gleich explicit. Hier haben wir es und ich möchte hier das MB hier quasi, dass er da gleich 0 einsetzt. Bekomme jetzt hier die Formel für AZ und tue das Ganze nochmal numerisch auswerten. Numerisch auswerten können Sie auch hier über dieses ist gleich. Das Ganze noch in Kilonewton. Ja, und wenn man sich unsicher ist, dann kann man noch eine Probe machen hier unten. Also Summe aller vertikalen Kräfte, ja, also wieder ein Sigma, ja, AZ plus BZ und dann einfach hier QZ mal LXQ und das soll dann wieder 0 ergeben. Das so viel zu den Auflagerkräften, das ist eigentlich eine Wiederholung, das haben wir schon in EDV1 gemacht, ich habe es ja nochmal schnell mitgemacht. Ja, wenn Sie wollen, können Sie es natürlich auch überspringen. Kommen wir jetzt zu den Schnittgrößenfunktionen. Die haben wir hier. Habe ich schon mal rausgeschnitten. Jetzt sind wir quasi im DB1. Ja, das x ist quasi größer 0 und kleiner LXQ. Hier sehe ich gerade, hier muss ich noch das Zeichen ein bisschen ändern. Ja, das kann man natürlich festlegen, wie man will, aber ich werde es nochmal kurz hier
ergänzen, damit das mit dem oberen übereinstimmt. So, also x ist größer gleich 0 und kleiner lxq geht also bis zur Achse 2 ran, aber trifft sie nicht. Ja? Also sobald die Achse 2 losgeht, geht dann mein Schnitt 2 los. Und guck mal schnell nach, dass ich noch nichts Falsches sage. Habe ich das so auch hier programmiert? X kleiner das. Und wenn x, ja, das hätte ich sagen müssen, kleiner gleich. Ja, das ist. Hier muss ein kleiner gleich rein, damit das wieder passt unten. So. Jetzt passt das wieder mit dem hier oben. Und wobei, wie gesagt, das ist jetzt nur da, für die Berechnung war das jetzt kein Ding gewesen, nur damit das halt konsistent ist von der Beschreibung, halt hier sind wir jetzt, von der Beschreibung her. Ja, wenn wir das so haben, habe ich den Schnitt mal hier aufgezeichnet. Das bedeutet, ich bin jetzt hier innerhalb der beiden, zwischen den Achsen 1 und 2, betrachte ich jetzt hier mein System geschnitten. Das x fängt jetzt hier an bei 0 und läuft dann, wie gesagt, bis knapp an die Achse 2 ran. Und dann sieht das so aus. Wir haben quasi hier unsere Vertikale, unsere Querkraft, hier unser Moment und hier unsere Normalkraft. Wie gesagt, Normalkräfte können wir hier ignorieren. Die Querkräfte allerdings nicht. Das können wir jetzt hier das mal zusammenstellen. Ja, also alle vertikalen Kräfte wäre dann folgende Gleichung. Anhand dieser Gleichung sehen wir dann im Prinzip, dass das VZ1 von x wäre dann gleich AZ. Also VZ Punkt 1 von x ist in dem Fall gleich AZ. Ja, also egal, wo ich mit meinem x hier bin, ja, es ist immer AZ. Ja, das ändert sich im Prinzip nichts. Ja, deswegen ist VZ 1 hier immer konstant innerhalb des DB1. So, das wäre jetzt unsere Teilfunktion, ja, für den DB1. Jetzt nehmen wir das Moment dazu. Dann sagen wir hier m, tiefgestellt y, Punkt 2 von x, nicht 2, sondern 1 für DB1, also das erste Definitionsbereich, ist im Prinzip nichts anderes als jetzt noch das AZ mal den Hebelarm. Ja, und das ist natürlich x. Ja, am Anfang, wenn ich bei 0 bin, dann ist es AZ, da gibt's, ist der Hebelarm 0. Und jetzt wird er immer größer, umso mehr ich jetzt hier mich dem der Achse 2 nähere, also einfach mal x. Ja, weil das x fängt jetzt hier an zu laufen bei 0 und wird das quasi theoretisch immer größer. Ja, und jetzt ist im Prinzip nichts anderes, wenn ich jetzt hier reingehe und hier mich hier drehe, ergibt sich das Moment im Prinzip als der Kraft AZ mal den Hebelarm, der im Prinzip nichts anderes als x ist in dem Fall. Das wäre hier unser Moment im Definitionsbereich 1, die Funktion dafür. Es ist eine lineare Funktion, das ist einfach eine horizontale Linie. Ja, kommen wir zum Definitionsbereich 2 bzw. Schnitt 2. Jetzt schneiden wir quasi durch unsere Streckenlast durch. Und jetzt läuft unser x, das ist jetzt quasi abgehakt hier vorne, jetzt läuft unser x zwischen den Achsen 2 und 3. Ja, es fängt im Prinzip direkt hier an der Achse 2 an und geht bis direkt in die Achse 3 hinein. Das ist hier oben nochmal so allgemein formuliert. Und jetzt können wir das hier noch uns die überlegen, wie ist denn wieder Summe aller vertikalen Kräfte im Definitionsbereich 2 muss 0 ergeben. Und schreiben wir die mal zusammen. Da haben wir hier einmal das QZ, das sich dann immer anhand der Länge x gibt, das wird das entsprechend ausgerechnet. Ja, das ist quasi hier wieder unser x. Und das AZ ist im Prinzip auch noch mit im Spiel. Ja, das ist auch noch mit dabei. Also AZ, das und der Rest wäre dann VZ. Wenn wir das Ganze jetzt umstellen, ergibt sich unser VZ.2 von x aus AZ. Halt, das haben wir hier verklickt. Also AZ wirkt quasi nach hier oben. Ja, minus QZ mal den entsprechenden na, der entsprechenden Länge. Ja, und also in Klammern mal in Klammern. Aufpassen, ich habe vorhin gesagt, x, das stimmt nie ganz. Ne? Ich betrachte ja schon das Ganze ausgehend von hier vorne. Ja? Also muss ich von dem x noch das hier vorne abziehen, ja? Damit ich immer diese Teillänge hier habe. Weil die muss ich ja multiplizieren, um diese resultierende rauszubekommen. Also muss ich rechnen, mein aktuelles x minus
dem Teil hier vorne, LXAQ. Ja, und dann habe ich genau hier diese Länge. Ne? Mein X beginnt jetzt hier vorne. Am Anfang ist es im Prinzip fast gleich. Ja, dann ist es mehr oder weniger nur AZ und dann wird das immer größer. Der Anteil hier wird immer größer und dadurch wird die Funktion dann immer kleiner. Ja, also der Wert, ja, weil es von dem AZ immer abgezogen wird. Umso mehr ich mich hier dieser Achse hier nähere, umso kleiner wird dann der ganze Wert, ne, weil dieser Anteil immer größer wird. So, das war jetzt hier unsere Querkraftfunktion, ja, die jetzt hier gilt. Jetzt mal dasselbe Spiel mit der Momentenfunktion, kommt eigentlich noch der Hebelarm noch mit hinzu. Also schreiben wir hier rein, M tiefgestellt Y Punkt, Punkt 2 von X, Doppelpunkt ist gleich und ich empfehle immer einfach sich hier die Querkraftfunktion zu nehmen und die hier zu kopieren, einfach den Hebelarm zu ergänzen. Also jetzt hier AZ mal X, das ist der Hebelarm. Ja, wenn ich jetzt hier bin, ja, ist die gesamte Länge wäre hier X. Ich tue mal kurz das X einzeichnen, das habe ich vergessen zu machen. Ich mache es vielleicht mal, dass es vielleicht die Leute besser sehen können. Also das ist hier unser X. So. So, schreib mal hier oben drüber X, ne? Und wenn das jetzt hier mein Schnitt ist, der läuft natürlich immer so hin und her, ja, zwischen denen. Also er fängt ja an, dann läuft bis dahinter. Und das ist im Prinzip der Hebelarm X, ja, bezüglich AZ. So. Und jetzt gehen wir weiter. Und was ist der Hebelarm jetzt hier für unser QZ? Ja, das ist im Prinzip nichts anderes als, ich schau mal dahinter, wieder X, mal so mal. X minus, also wir haben quasi hier, wir nehmen quasi hier diese Länge und müssen noch durch 2 halbieren. Ja, also X minus LX na, ich tue vielleicht noch mal einzeichnen, das ist doch besser. Ja, das war hier unser X. Jetzt habe ich den falschen Markierungswerkzeug genommen. Ich brauche hier den Stift. Das war unser X. So. Hier. Und der Hebelarm ist im Prinzip hier die Hälfte von LX. Also nee, nicht die Hälfte, sondern quasi die Hälfte, hier jeweils die Hälfte. Ja, von dieser Teillänge ist das dann quasi die Hälfte. Ja. Also hier würde ich dann mal sagen, hier ein halb. Ja, also ist im Prinzip das hier. Ich muss mal rot einzeichnen. Kann ich hier die Farbe wechseln? Ich hoffe, Farbe, ja. Farbe, Farbe, Farbe. Was haben wir hier? Rot. Doch, hier unten gibt es rot. Also das wäre eigentlich hier der gesuchte Hebelarm. Rot eingezeichnet. Und das ist nichts anderes als, wir rechnen x minus das. Ja, wenn wir quasi von x das LXQ abziehen, ja, dann fällt das hier weg, dann bleibt bloß noch das übrig und das Ganze durch 2 genommen, wäre dann im Prinzip genau unser Hebelarm, wenn wir das noch halbieren. Ja, also geht auf Escape, wäre hier der Hebelarm x minus LXAQ, Punkt AQ und das Ganze durch 2. So, das wäre jetzt hier unser Moment innerhalb, wenn wir in dB2 sind. Ja, das sehen wir schon mal. Wir haben hier, war es konstant, unser VZ1 innerhalb von dB1. Jetzt haben wir eine lineare Funktion in dB2. Und hier haben wir sogar eine Parabel, eine quadratische Funktion. Ja, weil das x kommt jetzt hier quasi zweimal vor. Also das Moment haben wir jetzt quasi hier eine quadratische Funktion. Okay, jetzt machen wir den letzten Schnitt. Es ist dieser hier. Jetzt sind wir quasi hier in diesem Bereich, innerhalb von dB3. Passt das jetzt wieder? Ja, genau. Wenn das plus das und dann größer das, das passt auch. Und wir wieder Summe aller vertikalen Kräfte soll 0 ergeben im Bereich dB3. Schauen wir uns das an. Also V
Z von x Doppelpunkt ist gleich. Wir haben hier wieder AZ. Ja, das ist wieder dabei. Dann haben wir hier, was haben wir noch? Das QZ, also minus, entgegengesetzt, minus QZ. Ja, und das ist jetzt hier ein fixer Wert, weil das ist ja im Prinzip jetzt hier abgeschlossen. Das schauen wir uns nicht mehr als konstant an. Ja, das x ist jetzt nur noch innerhalb des db3-Variable. Deswegen können wir sagen, das ist jetzt ein konstanter Wert, dieses QZ wieder, also QZ mal die entsprechende Länge für die resultierende, also LXQ. L tiefgestellt x Punkt Q. So, das war eigentlich schon das. Ah, ich habe schon vergessen, das noch zu benennen. Also VZ.3. Habe ich das hier oben gemacht? Ja, hier habe ich es gemacht. Ja, das ist das dritte. Das hier auch. Und dasselbe jetzt fürs Moment. Hier wieder mein Tipp: einfach kopieren und umbenennen. Also, das wäre jetzt MY. Also, wir drehen um die Y-Achse. Wir befinden uns wieder hier und wir. Ergibt sich jetzt wieder unser Moment. Relativ einfach für AZ können wir wieder das nehmen. Von hier oben, also einfach mal x. Und hier ist der Hebelarm jetzt folgendermaßen. Ausgehend, das ist hier wieder unser x. Ich tue mal kurz ein Einzeichnen vielleicht, damit das leichter verständlich ist. Also hier ist der Stift. Macht das wieder. Dann nehmen wir einfach rot. Also dann machen wir es wieder blau, so wie vorhin, sind nicht durcheinander kommen. Also x machen wir hier. Blau, das war unser x, das geht bis hierher. So. Der Hebelarm für die Kraft jetzt hier ist jetzt folgendes: ausgehend von unserem Schnittpunkt, hier sitzt man ja drin, ja, der Hebelarm jetzt für diese Kraft, das machen wir hier mal rot. Das wäre hier der Hebelarm die Hälfte, ja, von der die resultierende Kraft hier an der Hälfte an, also ungefähr hier. Bis hierher. Ja, so, und wir kommen jetzt auf den Wert, ja, indem wir einfach rechnen, LXQ durch 2, ja, da haben wir jetzt hier das, plus X, ja, unsere Gesamtlänge, minus LXQ, minus LXAQ. Ja, also geben wir das hier ein, gehen wir auf Escape. Also der Hebelarm wäre jetzt mal in Klammern L x Punkt Q durch 2 plus in Klammern, das müssen wir quasi noch die restlichen Sachen hier addieren, die noch fehlen. Und da müssen wir von dem Gesamt-x noch das LXQ abziehen. X minus LX Punkt Q minus LX. AQ. So, das wäre jetzt der Hebelarm von der ganzen Geschichte. Ja, jetzt haben wir quasi die einzelnen stetigen Teilfunktionen hier definiert, ja, für die einzelnen Schnittbereiche. Und jetzt muss das Ganze zusammenbauen. Ja, das heißt, wenn ich im DB1 bin mit meinem X, weil das X ist quasi läuft ja global gesehen zwischen den Achsen 1 und 4. Und es muss halt sagen, okay, wenn ich im DX1, in DB1 bin, dann muss er die Funktion nehmen. Ja, ist das x in DB2, dann muss er diese nehmen und in DB3 muss er diese nehmen. Und das bauen wir jetzt hier mal zusammen, fangen mit der Querkraft an und schreiben jetzt hier VZ von x ist gleich. Und jetzt machen wir hier eine Mehrfachverzweigung, also drei Varianten haben wir hier. Also gehen wir hier auf eine mehrseitige Verzweigung, also if, und sagen, wenn wir geben das x an unsere Funktion db, ja, die ermittelt ja, in welchem Definitionsbereich bin ich, und sage, okay, wenn das der erste Definitionsbereich ist, ja, dann reiche es einfach weiter hier an die Funktion vz1 von x. Die kopiere ich mir gleich und die rechnet im Prinzip dann unser VZ aus, ja, in diesem Bereich. Jetzt können wir auf else if, ja, es gibt noch zwei weitere Bereiche, die möglich sind, also else if, und kopieren wir das jetzt wieder von hier oben und sage, okay, wenn ich im Definitionsbereich 2 bin, dann reiße ich es an diese Teilfunktion weiter, also hier an diese VZ
Phase 2 von x. Und das können wir ja löschen. Und ansonsten, das wäre jetzt else, wäre es dann vz3 von x. Ja, das hätten Sie auch mit der Wenn-Funktion machen können. Ja, warum? Weil wir haben nur eine Anweisung pro Alternative. Ja. Jetzt habe ich mal hier, einfach um ein bisschen Abwechslung reinzubringen, hier mal die Programmierwerkzeuge verwendet, nicht die Wenn-Funktion. Ja, die Wenn-Funktion wäre genauso möglich. Ja, das haben wir ja hier oben gemacht. Ich zeige es nochmal. Hier haben wir mit der Wenn-Funktion gearbeitet. Ja, hier in unserer DB-Funktion. Auch hier wieder empfehle ich, das Ganze mal zu visualisieren und zu überprüfen. Das heißt, ich kopiere mir jetzt hier meine Funktion, scroll hier runter in mein Diagramm, füge jetzt hier noch eine weitere Spur hinzu, gehe auf Diagramme, Spur hinzufügen. Und das Ganze möchte ich haben in Kilonewton. Und so sieht es jetzt aus. Ja, man sieht hier im Bereich dB1, also da haben wir das Konstante, das ist gleich AZ. Ja, jetzt fängt er an, die Linienlast hier langsam abzuziehen. Ja, da gibt es dann auch einen Vorzeichenwechsel irgendwann. Und dann sind wir hier bei BZ angekommen, hier drüben in dB. Und im Bereich dB3 ist es quasi wieder konstant, dann haben wir quasi wieder nur BZ. Ja, machen wir es einen Moment. Da können wir das eigentlich kopieren, weil das ist ja wieder ähnlich. Und benennen das wieder einfach um, also MY von X. Und dann müssen wir einfach hier das entsprechend kopieren und dann umbenennen. Ja, das Prinzip ist hier gleich. Und auch hier wieder wird es einfach weitergereicht. Ja, und er stellt es entsprechend dar. Vielleicht zeige ich hier nochmal, nur damit Sie nochmal sehen, das Prinzip, ja, mit diesen, dass ich die Funktion aus drei verschiedenen Funktionen zusammensetze. Ich zeige nochmal die Teilfunktion hier mit dazu. Gehe also auf Spur hinzufügen. Und zeige jetzt hier mal die Funktion vz1, ups, habe ich mir verklickt wieder mal, von x wieder in Kilonewton, damit das vergleichbar ist. Also hier Kilonewton. Ja, jetzt sieht man hier, das wäre jetzt hier die vz1 von x, von der nutzen wir halt nur diesen Bereich. Danach reichen wir es an die Funktion vz2 von x weiter, gehen auf Spur hinzufügen und machen hier eine 2 draus und auch hier wieder Kilonewton. Ja, jetzt haben wir hier die gelbe, die sieht man jetzt kaum. Die werde ich mal die Farbe ändern. Ich klicke da hin, gehe ja auf Spur Farbe und nehme eine andere Farbe. Jetzt sieht man hier, das nächste nutzen wir quasi den. Ich mache mal die Funktion VZ ein bisschen dicker. Die soll eh blau sein. Blau und so. Wir sind ja vielleicht noch eine Spur dicker. So sieht man es besser. Ja, jetzt sehen Sie hier jetzt im Bereich DB2. Da nutzt er jetzt diese Funktion, diesen Bereich der Funktion von vz2 von x und machen wir es noch der Vollständigkeit halber hier mit vz3 von x, auch hier nochmal ein Kilonewton. Dann würde er jetzt quasi ab hier, dann also ab db3 nutzt er dann diese Funktion. Ja, und sieht man schön, wie man jetzt hier aus diesen drei, das sind ja alles drei lineare Funktionen, ja okay, hier das ist, du musst auch mal als lineare Funktion betrachten, hier, dass es quasi hier konstant ist. Oder das ist auf alle Fälle eine lineare Funktion. Ja, auch das ist theoretisch auch möglich. Ja. Und die nutzt er im Prinzip immer so abschnittsweise mal die eine und dann die andere und so weiter. Ja, deswegen sagt man stückweise stetische Funktion. Also daher kommt dieser Begriff. Okay, hauen wir das wieder raus. Ich glaube, es hoffe, glaube ich, jedem klar, was hier passiert. Ja, und durch diese Verzweigung sage ich Ihnen dann jedes Mal, wann soll er welche Funktion verwenden. Ja, das ist quasi dieses If-Konstrukt. Machen wir noch die Wenn-Funktion mit hinzu, also nochmal Spur hinzufügen und tragen jetzt hier ein m tiefgestellt y von x, halt, das war das kleine x, nicht das große. Und hier das Ganze in, nicht in Joule, sondern in Kilonewton mal Meter. Aufpassen, bitte schreiben Sie Kilonewton mal Meter und nicht Kilonewton Meter, das versteht er nicht. Und jetzt, achso, das Ganze in Minus, wenn Sie auf der Biegeseite des Balkens haben. Und hier haben wir jetzt unseren Moment. Jetzt zeigt das nicht ganz an. Da ist eventuell noch ein Fehler drin. Ich habe wahrscheinlich etwas vergessen zu ändern. Ja, genau, sieht man. Ich habe vergessen, dass hier. Das müssen wir aufpassen, ne? Wenn Sie hier kopieren. Ja, das ist immer ein bisschen gefährlich. Man vergisst da manchmal zu ändern. Hier habe ich nämlich vergessen, das hier in M3 umzubenennen.
Und dann passt das auch, nur dass er jetzt hier irgendwo noch das nicht richtig anzeigt. Ich mache mal das hier etwas dicker und die Farbe soll rot sein. Und das war hier ein bisschen übertrieben dick. Und eventuell ist da noch ein weiterer Fehler, also M3 von X, das passt. Und hier, das müsste eigentlich AZ-X, jetzt tue ich mal die Funktion M3 von X hier unten mit darstellen, um zu gucken, woran, ob die eventuell hier ein Problem hat. Dazu gehen wir hier auf Spuren hinzufügen und fügen die hier mit ein. Kopieren uns von hier oben die Einheit. Aha, achso, Minus natürlich. Aber das sieht man hier, stimmt irgendwas nicht. Hier ist noch ein Fehler drin bei der Funktion M3 von X. Da müsste noch irgendwo hier der Wurm drin sein. Also schaue ich mal kurz nach. So, na, ich habe ja, das ist Unsinn, was ich gesagt habe, die zweite Funktion ist falsch. Die ist ja okay. Ja, die dritte passt, die passt hier genau rein. Die zweite Funktion ist falsch und das sieht man hier auch. Hier habe ich nämlich einen Vorzeichenfehler. Ich muss nämlich ein Mal rein und kein Minus. Also Mal. Damit wird es auch zu einer Parabel. Und damit müsste es jetzt eigentlich passen. Tun wir die nochmal darstellen hier unten. Also die nochmal kopieren. Also sehen Sie auch, Sie können sich auch an die Fehler ranarbeiten. Also die dritte hat gepasst, aber einfach nur umbenennen. Das genügt auch. Einfach hier sagen 2. Jetzt zeigen wir mal die 2 an. Und okay, da macht man noch einen Fehler. Da ist irgendwo noch ein Fehler drin in der zweiten. Schauen wir uns nochmal an. Also AZ mal X minus QZ mal in Klammern X minus LXAQ mal, hier ist noch X zu viel. Jetzt wird es hier mal. Genau, jetzt x minus LXAQ durch 2. Ich hoffe mal, jetzt haben wir es. Ja, jetzt sieht man schön hier die Parabel. Hier wird das entsprechend verbindet. Können wir die wieder raushauen, Spur entfernen. Und so haben wir uns dann auch an diesen Fehlerrand getastet. Ja, also wir sehen mit dieser Kopiererei und so weiter ein bisschen aufpassen. Wobei, das ist jetzt kein Kopierfehler gewesen. Hier habe ich einfach dabei gequatscht und das nicht ganz so umgesetzt, wie ich es eigentlich hätte machen sollen. Ja, was müssen wir noch machen hier? Und zwar Bestimmung der maximalen Schnittgrößen. Auch interessanter Punkt, den wir hier noch mit einbauen sollten. Die maximale Querkraft. Naja, das sehen wir jetzt hier schön am Diagramm. Die ist entweder im Auflager A oder B, je nachdem, wie nah jetzt diese Last jetzt hier zum Auflager A oder B verschoben ist. Also können wir das jetzt hier entsprechend auswerten. Da gibt es verschiedene Varianten. Ich mache mal das Ganze über die Abstände. Ich gehe jetzt hier rein, wieder auch gehe jetzt hier auf Rechenbereich und berechne zunächst die Position der maximalen Querkraft. Die nenne ich x, tiefgestellt, groß V, klein z, Punkt max. Doppelpunkt ist gleich. Ich zoome mich mal ein bisschen ran, die es besser sehen. Und brauche jetzt wieder eine Verzweigung. Ja, die ist entweder Auflage A oder B. Also eine Entscheidung muss ich wieder treffen. Gehe also hier auf, ich mache es mit der Wenn-Funktion, also weil das einfach weniger Platz einnimmt. Also if, Klammer auf und sage jetzt okay, gehen wir hier oben rein. Hier können wir es machen. Wenn das kleiner ist, dieser Abstand, als dieser Abstand, ne, dann ist die Last mehr am Auflager A. Folglich geht mehr ans Auflager A. Also ist hier die maximale Querkraft. Ne? Ansonsten wäre es dann hier beim Auflager B. Also sag mal, wenn L x a q kleiner ist als L x, nicht q, nicht b, sondern q. Kopieren wir das. L x b q. Habe ich das hier richtig genannt? A q und q b. QB, dann, Komma, dann ist es im Prinzip ist es 0, also im Auflager A und ansonsten ist es im Auflager ist es im Auflager B, das wäre dann die Länge LX ist gleich und wir sind quasi im Auflager A. Warum? Weil, können wir schnell gucken, ne, weil das kleiner ist als das. Ja, hätte man das jetzt hier umgekehrt, ich mache mal hier 12 rein, dann
wären wir hier im Auflager B bei 20 Meter. Ja. Jetzt wieder mal ändern. Und ja, wenn wir wissen, wo die maximale Querkraft ist, dann können wir sie auch leicht berechnen. Klicke also hier dahinter und gebe jetzt hier noch ein Dach als folgt ein und berechne jetzt die maximale Querkraft. Die nenne ich VZ, halt Rechenbereich vorher einfügen. Ich bin am Textfeld drin, deswegen VZ.max, Doppelpunkt ist gleich. Rufe jetzt meine Querkraftfunktion auf und überreiche ihr mein x tiefgestellt v z. max. Das soll quasi die Querkraft an dieser Stelle berechnen und damit wäre das meine maximale Querkraft. Müssen wir mal schauen, was haben wir hier irgendwie ins falsch verschrieben, beziehungsweise so, ah ja, 0 Meter noch eintragen. Ich glaube, das magert dann nicht, genau, und dann klappt das auch wieder. Das ist eine allgemeine Form, ja. Ich schreibe bewusst ja, das ganze Sache möglichst allgemein, damit man das dann auch bei anderen statischen Systemen verwenden kann. Ja, natürlich könnte ich jetzt auch einfach schreiben, okay, es ist 13,75, also gleich AZ oder so. Ja, aber manchmal ist das eben nicht so klar und mit dieser Form, mit dieser Schreibweise können Sie sich dann auch später an andere statische Systeme heranwagen und das funktioniert dann immer wieder. Ja, deswegen, ich schreibe es deshalb vielleicht für den einen oder anderen jetzt ein bisschen kompliziert, weil ich es allgemein formuliere. Ja. Und die allgemeine Formulierung erlaubt mir dann wieder die Wiederverwendung dieser Schreibweisen auch in anderen Systemen und muss das dann wieder komplett adaptieren. Ja. Deswegen diese Form, diese Schreibweise. Ja, dasselbe machen wir es beim Moment. Ich tue zunächst die Position des maximalen Moments bestimmen. Und dazu schauen wir mal einen Blick hier in unser Diagramm. Und da sehen wir, dass das maximale Moment ist, heißt dort, wo die Querkraft eine Nullstelle hat. Auch hier formuliere ich es wieder allgemein, weil das gilt immer, ja, egal was wir für ein System hier haben. Ja, diese Abhängigkeit bei statischem System gilt das auf jeden Fall. Also können wir hier sagen, auch hier wieder allgemein formuliert, wir tun zunächst die Position, also wieder Rechenbereich einfügen. Also x groß m y Punkt. Max, Doppelpunkt ist gleich. Wir müssen also die Nullstelle bestimmen und das könnten wir jetzt analytisch machen und jetzt hier rumrechnen, müssen quasi jetzt hier in den Bereich dB2 reingehen. Das wäre hier unsere Querkraftfunktion, könnten jetzt einfach 0 setzen, ist eine lineare Funktion und so weiter und könnten das einfach analytisch auflösen. Aber ja, müssen wir nicht so kompliziert machen, wir machen das einfach numerisch. Ja, das vor allen Dingen das numerische Verfahren hat wieder den Vorteil, dass es auch wieder bei komplizierteren Sachen funktioniert, ja, wo man es ja nicht so einfach auflösen kann. Deswegen stelle ich dieses Verfahren hier vor. Gehe auf Funktionen, wo haben wir es hier? Alle Funktionen und boah, ich muss erst mal suchen, hier auflösen und hier die Funktion root. Ja, damit können Sie quasi Nullstellen bestimmen. Geben wir die hier ein, halt hier noch hinklicken, dann root. Und wissen zunächst, hier ist auch beschrieben, wie die Parameter zu setzen sind. Wenn Sie nicht aus diesem kleinen Hinweisschild schlau wären, gehen Sie einfach auf F1, dann gilt die Hilfe auf. Dann können Sie da mal nachlesen. Zunächst müssen Sie die Funktion eintragen, nach der Sie quasi, wo Sie die Nullstelle ermitteln wollen. Das ist die Funktion VZ von x. VZ. Tastaturkürzel eine Sache hier. VZ von x. Der Parameter ist x, ja, der Funktion. Und jetzt noch ganz wichtig, bei so einem numerischen Verfahren müssen Sie auch den Bereich eingrenzen, ja, weil er sucht jetzt nie bei minus unendlich bis plus unendlich, sondern Sie müssen quasi jetzt mal schauen im Diagramm, wo erwarte ich die Nullstelle. Ja, das ist quasi zwischen Achse 2 und Achse 3. Ja, also Knotenpunkt 2 und Knotenpunkt 3 erwarte ich eine Nullstelle. Ja, und das kann ich jetzt hier entsprechend eingeben. Und dort in dem Bereich soll er suchen. Also sag mal hier K Index. Aufpassen, nicht tiefgestellt, sondern Index 2 hatte ich gesagt. Und Index 3
Erwarte ich eine Nullstelle, gehe auf ist gleich und das wäre jetzt hier die Nullstelle meiner Funktion. Und wenn ich die weiß, ja, dann kann ich das wieder mein Maximalsumment berechnen. Machen wir das hier, kopieren wir uns das wieder, klicken hier raus und sagen, daraus folgt. Und dann M, Y, ach, wieder Rechenbereich nicht vergessen einzugeben, weil ich bin im Textfeld drin, deswegen muss ich jetzt mal den Rechenbereich hier anklicken. Also M, tiefgestellt Y, Punkt Max ist gleich, wir rufen wieder unsere Momentenfunktion auf, MY, und überreichen ihr unsere Position der Nullstelle, die wir eben gerade ermittelt haben, und sage, rechnen Sie das Moment dort entsprechend aus und bekommen jetzt das entsprechende Moment geliefert. Kilonewton mal Meter. Ah, das ist Kilonewton, nicht Kilo M, sondern KN. Und das wäre das Moment dazu. Ja, das können wir jetzt auch gleich darstellen in unserem Diagramm. Machen wir das zur Kontrolle. Dazu gehen wir jetzt hier rein und fügen jetzt hier im Diagramm eine, oh, wo haben wir das hier, eine vertikale Markierung rein. Und da schreiben wir hier unser, habe ich noch, unsere Position der maximalen Nullstelle hier. Das war x tiefgestellt my Punkt Max. Ganz wichtig, wenn Sie es hier eintragen, noch durch Meter dividieren, also durch m. Und dann sehen Sie, geht das genau hier an meine Nullstelle. Und hier können wir noch das ein bisschen formatieren und sagen, ich möchte hier das meinetwegen dünner dargestellt haben und die hier so eine gepunktete oder gestrichelte Linie. Die sehen wir jetzt kaum, das ist so dünn, dass wir nichts sehen. Machen wir vielleicht doch einen Tick dicker. So. Genauso können wir das mit hier über eine horizontale Markierung machen. Gehe also nochmal hier rein, sage hier horizontale Markierung, trage jetzt hier mein M. Y Punkt Max ein, muss ich durch die Einheit dividieren, also durch Kilonewton mal Meter. Und natürlich Minus, das Ganze ist ja noch auf der anderen Seite angetragen, also Minus. Und hier dann noch, dass wir sagen, wir wollen das Ganze hier mit gestrichelt haben. So, und dann können wir das, sehen wir ganz genau, hier haben wir auch unser maximales, die Position des maximalen Momentes und das den Betrag. Ja, die Klärkraft macht hier wenig Sinn, weil die liegt hier genau auf der Y-Achse, deswegen lasse ich das mal so stehen, die trage ich jetzt nicht mit ein. Ja, auch hier wieder sieht man wieder schön mit dieser allgemeinen Schreibweise, die können Sie auch wieder bei Systemen anwenden, wo das eben nicht mehr so einfach ermitteln lässt analytisch. Ja, ich habe noch ein paar Beispiele für Sie vorbereitet, wo man das durchaus. Oder habe ich das hier mit dem EDV2-Kurs? Also wie gesagt, es gibt auch Beispiele, wo man das wirklich durchaus dann auch sinnvoll einsetzen kann. Letzter Punkt noch ist hier die Ermittlung der verschiedenen Schnittgrößen an den Knotenpunkten. Und da legen wir uns zunächst hier, das ist ein Vektor, den wir durchlaufen, eine Variable fest, um die einzelnen Werte in diesem Vektor anzusprechen. Dazu gehe ich hier Ermittlung der Schnitt an den Knotenpunkten und die haue ich hier mal hier unten rein und gehen hier auf Rechenbereich, weil das brauchen wir einfach nicht eingeben, nennen das einfach i, ja, für Index, Doppelpunkt ist gleich und lassen das laufen von 1 bis last, die Funktion last gibt quasi den letzten Index aus, die finden wir unter Matrizen und Tabellen, Operatoren und die Funktion, Entschuldigung, die Funktionen sind hier. Und hier die Funktion last gibt quasi den letzten Index aus von einem Vektor. Ja. Und last k. Ja, was kriegt man dann? Schauen wir uns das i mal an. Dann bekommen wir hier aber 1, 2, 3, 4 unsere Indexe, mit denen wir jetzt die einzelnen Werte ansprechen können. Ich schreibe das mal hier so rüber. Das können wir wieder schließen. Und jetzt können wir hier unseren Vektor nochmal anzeigen, nämlich ki. K tief gestellt, machen wir das hier oben, K tief gestellt i. Ja, jetzt sage ich im Prinzip, zu jedem i den Wert anzeigen. Ja. Normalerweise für K könnten Sie das auch so machen. Ja, das würde, brauchen Sie nicht unbedingt das i dazu. Ja, das würde auch so funktionieren. Aber jetzt tun wir das an unsere Schnittkraftfunktion übergeben, nämlich einmal, ach so, ich mir fällt gerade ein, wir haben das Moment, die Normalkraft noch gar nicht definiert. Doch hier oben, die ist hier oben, die haben wir gemacht, die ist 0, also können wir es auch verwenden. Schreiben wir jetzt auf. Also nächstes jetzt hier nx, n tiefgestellt x,
von KI, tun wir gleich kopieren, und gehen auf ist gleich und bekommen jetzt hier in Kilonewton oder Newton, ist der Fall egal, hier unsere Normalkraft angezeigt. Die ist natürlich überall 0, das ist klar. Machen wir die Querkraft, bloß umbenennen, VZ von KI, das wären jetzt hier die Querkräfte. Dann haben wir halt diese zwei Werte, ja, diesen hier, also das ist der erste Wert, dieser und dann wieder dieser und dieser. Ja, dasselbe noch mit dem Moment. Das wäre dann MY von KI. Ja, und hier haben wir quasi hier an der Stelle 2 jetzt dann diesen Wert, dann an der Stelle 7, glaube ich, diesen, ne, 0, 2, 7 und diesen hier hinten. Das ist jeweils 0 und dann sind ja nochmal die Werte angegeben. Ja, warum dieses I? Man kann durch das K so ausgeben, würden Sie allerdings jetzt das ohne das I machen und jetzt Folgendes eingeben. Ich zeige das mal hier an der Funktion VZ und lasse das I mal weg. Ja, dann meckert er rum. Ja, warum? Weil die Funktion VZ hat ja hier den Parameter I. Ja, jetzt zeige ich mal die Funktion, wo sie ist. Hier ist sie. Ja, und die ruft jetzt die anderen Teilfunktionen auf. Nehmen wir an, jetzt hier haben wir hier mal eine Teilfunktion, diese. Und hier wird natürlich x als Skalar erwartet und nicht als Vektor. Deswegen können Sie jetzt nicht einfach hier einen Vektor übergeben. Ja? Und den Sie allerdings hier diese Bereichsvariable i definieren, die steht ja für jeden einzelnen Wert des Vektors. Ja, je nachdem, wie lang der ist, ist auch wieder eine allgemeine Schreibweise. Ja, hätte ich jetzt hier einfach gesagt, von i von 1 bis 4, hätte ich natürlich auch so schreiben können, wäre es auch richtig gewesen, nur würde ich jetzt den Knotenvektor vergrößern, meinetwegen würden noch weitere Punkte hinzufügen, dann müsste ich das ja auch wieder ändern. Ja? Aber durch diese Lars-Schreibweise sage ich dann einfach, gehe einfach bis zum letzten Wert, egal wie groß der ist. Ja? Also auch hier wieder habe ich mich bemüht, möglichst mich allgemein zu halten. Ja, und damit sage ich Ihnen, okay, nehme jeden i den Wert und wenn Sie das so schreiben, dann greifen Sie quasi auf die einzelnen Werte zu und deswegen kann jetzt hier die Funktion das verarbeiten. Ja, sie gibt allerdings das natürlich wieder als Vektor aus, ja, weil sie quasi für jeden einzelnen Wert das berechnet und das Ganze wieder in einen Vektor zusammenfasst. Sie können das auch abkürzen. Ja, Sie müssen das nicht so machen, Sie können das auch weglassen. Dann müssen Sie allerdings sagen, ich will das vektorisieren. Ja, da gehen Sie einfach hier unten rein und gehen jetzt wieder auf hier die Matrizen- und Vektorenoperatoren und suchen hier das Vektorisieren aus. Das ist natürlich dasselbe, nur halt jetzt, ja, und dann macht das im Prinzip so. Ja, das können Sie theoretisch auch machen. Ja, entweder Sie machen das über den Index i, ja, oder über Vektorisieren. Der Index i hat den Vorteil, ja, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, mach nur jeden zweiten Wert. Ja, hier kann ich ein bisschen spielen damit. Ups, das hat das gar nicht gemacht. Das wäre jetzt 1. Ach nee, Quatsch, Entschuldigung, jeden dritten. So wäre es. Ja, jetzt sehen Sie, hier kann ich quasi das ein bisschen steuern. Das Vektorisieren heißt, er läuft über alle Werte drüber und haut die raus, hier können Sie theoretisch eingreifen und halt nur, wenn der Vektor jetzt länger wäre, hier jeden dritten, jeden vierten oder fünften Wert berechnen. Also hier haben Sie natürlich mehr Möglichkeiten, ja, wenn Sie sich wundern, ja, wenn das beides dasselbe kann. Ja, das ist natürlich richtig, in unserem Fall ist es im Prinzip egal, aber hier mit dem i hätten Sie theoretisch mehr Steuermöglichkeiten. So viel dazu, ich tue es wieder zurücksetzen, ja, und das lasse ich immer weg. Ja, ich habe eben versucht, auch hier immer so nebenher auch noch ein paar gewisse MATCAD-Features mitzuzeigen, um halt auch diese auch bei anderen Sachen damit verwenden können. Ja, so wie dazu. Ich denke, jetzt haben wir alles gemacht. Zu unseren Schnittgrößenfunktionen. Wir haben sie dargestellt, wir haben sie berechnet. Ach so, letzter Punkt, das kann ich nochmal zeigen. Wir haben hier keine Redundanzen drin. Das heißt, ich kann jetzt hier später hinkommen und hier irgendwie die Belastung ändern. Zum Beispiel geht es immer auf 15. Ja, könnt ihr jetzt hier das hier größer machen. Ja, und vielleicht hier auch nochmal das Ganze ein bisschen größer. Machen wir hier vielleicht, machen wir beruhigt ein bisschen hier so größer und hier nochmal eine 30. Und das Ganze läuft hier automatisch durch. Er wird das relativ viel rechnen, ja, weil es jetzt, ich gehe nach Zentimeterschritten. Aber ansonsten sieht man hier, er rechnet die Auflagekräfte aus. Hier, das läuft auch durch. Und hier im Diagramm, hier sieht man jetzt die Schnittgrößen wieder. Und hier sehen wir das Diagramm. Im Moment ist natürlich das riesig, ne, jetzt bei dieser ganzen Geschichte, weil das der Träger natürlich riesengroß ist.
Aber es funktioniert, es läuft automatisch durch, weil ich keine Redundanzen habe. Ja, ich habe ja ich gebe meine Ausgangsparameter nur einmal ein in mein Arbeitsblatt und alle anderen Werte bauen darauf auf. Ich gebe die nicht irgendwie an zig Stellen doppelt ein und müsste jetzt, wenn ich diese Länge jetzt hier verändere, dann wieder an irgendwelchen Stellen das immer noch dann auch noch verändern. Ja, das ist bitte wichtig, dass Sie darauf achten. Darauf gibt es dann auch in Prüfungen oder in Projekten Punkte, ja, dass Sie das entsprechend so einrichten. Okay, so viel dazu zu diesem Tutorial.